Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 2, Die Nacht des Raben, / Varus Biker Edition. Wir sind hier in der Wildnis und müssen oder wollen leveln. Das bedeutet auch, uns gegen Snapper aufzulehnen. Hier sind ganz schön viele, sehe ich gerade. Muss man ein bisschen vorsichtig vorgehen. Ist aber machbar. Ah, da sind Feldräuber noch. Ich dachte, was sind das denn für Viecher? Das sind Feldräuber. Okay. Stufe gestiegen. Und somit sind wir 31. Das ist doch schön, oder? Stufe 31. Schon ein stolzes Level. Aber mein Ziel ist Stufe 50 ungefähr, also von daher ist 31 noch okay, aber es geht besser. Oh oh. Alter, jetzt geh doch down. Manchmal braucht der so unmöglich lange für so ein Monster. Manchmal in ein paar Schlägen. Das ist das halt, wenn er kritisch macht. Tot, würde ich sagen, Insektenschwarm. Was haben wir denn hier? Sumpfkraut wächst hier, okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, soll ich jetzt nur bei den Waffen bleiben oder erstmal lieber beim Fleisch? Weil wenn wir hier verwundet werden, muss ich mich auch irgendwann wieder heilen. Und das wird wohl oder übel, wie ich schon gesagt habe, mit Fleisch sein. So. Bevor wir da in den Wald richtig reingehen, würde ich sagen, umrunden wir erstmal sozusagen den Wald und machen erstmal außenrum alles. Ihr habt es zwar eben gerade nicht gesehen, aber ich habe tatsächlich mit dem Finger auf den Monitor hingezeigt und wollte zeigen, dass wir außenrum gehen. Aber das wird ja wohl keiner sehen, ne? Denke ich mir mal. Ach, das sind Zweikeiler. Ich dachte, was ist das denn für ein Vieh? Wäre ja heftig gewesen, wenn das ein Bossmonster wäre oder so vom Keiler. Wäre natürlich auch lustig. Aber, naja, es sind ja nur Keiler. Nur Keiler ist gut. Die haben eine ganz schöne Größe. Die Viecher. Oh, hier haben wir nochmal ein paar Keiler. Warane sind da oben, okay. Du, der steht vor dir. Treff ihn doch mal. Naja. Der Armbrust bin ich halt noch nicht so gut. Aber wie gesagt, was noch nicht ist, das wird schon. Was dampft denn da so? Das gefällt mir gar nicht. Da wäre es vielleicht doch besser, mal abzuspeichern. Das wäre wahrscheinlich besser, mal abzuspeichern. So, Varane, jetzt kommt her. Aber bitte einer nach dem anderen, wenn es geht. Oder höchstens zwei. Oh, drei. Okay. Wunderbar, mehr wollte ich doch gar nicht. Oh, die Framezahl geht echt in den Keller. Da gerade. Ist nichts zu holen. Ich weiß nicht warum. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Jetzt ist wieder bei 30. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ja. Es wird auch so langsam dunkel. Vielleicht sollten wir uns dann erstmal hinlegen und hier später nochmal zurückkommen. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so dumm. Denn im Dunkeln sieht man bekanntlich weniger und besonders auch Kräuter und Sachen, die hier rumliegen. Da wäre es dann doch besser, hier nochmal hinzukommen. Da oben ist ein Steinkreis. Ist das hier nicht der Wald, sag mal? Das ist doch der Wald. Na klar. Wir sind gerade im Wald. Hinten bei dem Steinkreis, wo wir das eine Ornament mit Laris geholt haben. Na klar. Das ist hier im Wald. Wir müssen definitiv hier nochmal zurück, weil, wie gesagt, das ist zu dunkel hier. Ich sehe hier kaum was. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil wir mitten im Wald sind und es... Später haben wir schon. 18:55 Uhr. Ja. Klar, wird dunkel. So, ich gucke hier nochmal. Hier sind noch Wölfe. Da hinten sind Keiler, ne? Ne, das sind Wargs. Das sind Wargs, würde ich meinen. Ein Dämon. Da ist tatsächlich ein Dämon. Da müssen wir mal bei Lobart gucken. Lobart? Heißt der Lobart? Am Anfang? Ja, ich glaube Lobart heißt der. Da ist ja auch ein Steinkreis. Es könnte sein, dass da auch ein Dämon ist. Müssten wir mal gucken. Aber zunächst widmen wir uns unseren Freundinnen hier erstmal. Die kommen eh beide. Daher schnell umprügeln, dann ist es kein Problem. Oder eventuell doch. So. Stellen wir uns mal kurz hier hin. Da wird erstmal ein bisschen was gegessen. Obwohl wir uns auch teleportieren könnten und später hier nochmal zurückkommen können. Aber ich würde gerne hier nochmal hochgehen, die Treppe, denn da wird wahrscheinlich noch was sein. Sollte erstmal reichen. So. Okay. Eine Höhle also. Ich würde vorschlagen, die Höhle machen wir später. Wir gehen hier, wir kommen hier eh gleich nochmal lang. Denn ich habe ja hier oberhalb kann ich euch verraten, da ist der Sonnenkreis. Da können wir uns hin teleportieren. Dann können wir erstmal kurz zur Stadt und erstmal hell machen lassen. Und eh mal hier die ganzen Sachen sortieren, die ruhen. Und zwar, der erste ist die Stadt, wo wir hin wollen. 4. Dass wir das einfach mal sortieren, auch dass wir nicht immer ständig suchen müssen. Das nächste wäre dann... Großbauern und das Kloster. Und dann die Taverne, Xardas, Sonnenkreis. Und einer bleibt offen für Spruchrollen wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich die beste Idee. So, dann sind wir in der Stadt angekommen. Wunderbar. Nach der ganzen Hektik im Wald. Ja, 31, 11 Lernpunkte. Was ich eigentlich auch mal in Armbrust machen könnte. Armbrust schießen. Denn Armbrust werde ich benutzen. Ich könnte auch, was ich hier jetzt mal machen werde wahrscheinlich. Denn ich werde wahrscheinlich nie Zweihandwaffen benutzen und auch nie Bogen benutzen, sondern nur Armbrust. Deswegen kann ich hier Bogen schon mal lernen. Und Armbrust kann ich erst später lernen. Und Zweihandkampf könnte ich auch lernen, weil das werde ich niemals machen. Ach komm, weg. Weg ist weg. Dann haben wir die nämlich auch schon mal nicht mehr im Inventar. Oh, was haben wir denn jetzt bei Zweihandkampf? Kämpfer, 43%, ist doch nice. Oh, Bogen werden wir auch nicht brauchen. Lernen wir nochmal schnell Bogen. Oh, Bogen ist auch Anfänger jetzt. Schön. So, dann würde ich sagen, geht es mal weiter. Ich überlege gerade, was können wir denn hier noch machen, wenn wir hier gerade mal sind? Ha. Aber Inos sah, was geschehen war. Und auch er betrat das Land. Und er erwählte den Menschen. Ich wüsste jetzt nicht, was wir noch machen können. Aber ich überlege echt, ob wir doch schon ins 4. Kapitel gehen und es dann hier somit einläuten würden. Das heißt, dass wir dann hier wahrscheinlich neue Monster haben. Hm, ich weiß es nicht. Nee, ich lasse es. Hinterher sind die zu stark und dann können wir nicht mehr leveln. Das ist auch blöd. Das ist auch blöd dann. So, dann legen wir uns mal hin. Bis zum nächsten Morgen. Und dann geht's gleich mit den Teleportersteinen hoch zum Sonnenkreis. Von dort aus werden wir uns wieder runterkämpfen und dort auch die Viecher wieder besiegen. Zum Sonnenkreis, genau. So. Dann geht es hier hinab und wir gehen in diese eine Höhle, wie ich eben versprochen hatte. Genau. Oh, haben wir hier hinten noch was? Bevor wir hier was übersehen, das kann ja mal sein. Ich wüsste mal gerne, was hier in der Höhle ist. Für Viecher. Ratten. Was machen denn Ratten hier? Und eine Truhe. Zu weit entfernt. Nicht viel drin. Naja. Besser natürlich als nichts. Das muss ich immer mal wieder sagen, ne? Denn alles das, was man findet, kann man verkaufen. Und das werden wir früher oder später eh machen. Das heißt, wir werden dann oft oder viel Gold auf der Schippe haben. Damit können wir uns dann erstmal alles holen, was wir brauchen. Wie Spruchroll, permanente Tränke, Rüstung verbessern, den Schattenläufer. Also eigentlich alles das, was wir wirklich benötigen. Aha. Das gefällt mir irgendwie hier nicht. What the fuck? Warum liegt hier Myxir? Hä? Jetzt bin ich aber wirklich perplex. Das ist nicht gut. Warum liegt hier Myxir? Sag mal. Der spielt doch eine wichtige Rolle, oder nicht? Naja, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal gucken. Ich habe hier echt keinen Plan, warum hier Myxir liegt, ey, Leute. Ich glaube nicht, dass das sein soll, ne? Wartet mal, Leute. Ich werde mal abspeichern. Und dann werde ich den mal wiederbeleben und mal gucken, ob man mit dem sprechen kann. Denn ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Okay. Verdammt! Ja. Wenn ihr wisst, warum hier Myxir liegt oder so, könnt ihr mir das gerne mal schreiben und warum hier rostige Schwerter liegen. Ich verstehe die Höhle gerade nicht so ein bisschen. Ihr? Ich habe echt keinen Plan. Hey, ich steig da nicht durch gerade, ey. Ohne Scheiß. Das verwirrt mich total gerade. Vor allen Dingen, ich denke jetzt auch die ganze Zeit gerade über nach, ob das sich jetzt irgendwie auswirken tut auf das Spiel. Es ist echt blöd ein bisschen. Da ist ein Dämon. Wie ich schon mal gesagt hatte, den könnten wir uns eigentlich holen. Ja, den Myxir lassen wir da jetzt erstmal stehen. Ich weiß nicht, was das zu sagen hat. Ich meine, der ist ja auch komplett falsch, weil der müsste normalerweise noch auf der anderen Seite sein vom Dings her. Oh, und da ist der nächste Dämon tot. Nein, das wollen wir nicht. Ich will, dass du die Armbrust ziehst. Hier mal durchleuchtest, ob hier noch Leute sind oder Viecher. Also so wie es aussieht, nicht. Okay. Wie gesagt, ich finde es immer noch sehr merkwürdig mit Myxir. Wenn ihr bitte was darüber weißt, schreibt mir das bitte in den Kommentaren. Ich habe da nämlich echt keine Ahnung. Und auch wenn es nur Theorien sind oder so, könnt ihr die auch gerne schreiben. Denn ich stehe auf dem Schlauch. Ich werde gleich mal nach der Folge mal eine Pause einlegen und dann werde ich mal nach googeln. Vielleicht weiß ja Google, warum Myxir tot da in der Höhle liegt oder lag. Ich meine mal, da muss es ja irgendwie bestimmt nicht. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der das plötzlich bemerkte. Das ist bestimmt schon bei anderen auch passiert. Deswegen gucke ich gleich mal nach der Folge. So, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben / Varus Biker Edition. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss.